Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt. Wir zocken heute mal Buildin'Outs an. Ja, das Spiel ist, war bei Steam Greenlight. Fangen wir es mal so an. Da könnt ihr ja für die Spiele voten, die ihr gerne veröffentlicht haben wollt bei Steam. Zurzeit, also es hat auf jeden Fall genug Stimmen gekriegt. Es wird auf Steam veröffentlicht, aber zurzeit ist es noch nicht so weit. Ihr könnt aber auf die Webseite gehen. Dort könnt ihr schon mal eine Vorabversion kaufen und euch das Spiel runterladen. Und dann bekommt ihr später, wenn es dann bei Steam ist, auch einen Steam-Key zugeschickt. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich muss mich an dieser Stelle bei den Entwicklern bedanken, denn die haben mir das Spiel kostenlos zur Verfügung gestellt, um es halt eben mal anzuzocken mit euch zusammen. So, das tun wir jetzt mal. Wir gehen hier mal auf Flatland. Das ist am einfachsten. Da ist das Land flach. Also, worum geht es in dem Spiel? Ich muss ganz ehrlich sagen, den wirklichen Sinn habe ich so auch noch nicht verstanden, aber wir sind hier so ein kleiner Bauarbeiter und ich habe vorhin schon mal kurz ein bisschen angespielt, habe schon herausgefunden, wie wir Straßen bauen können. Dafür nehmen wir hier dieses Messwerkzeug und dann haben wir hier so eine, das ist also praktisch später unsere Straße. Die ist so ein bisschen klein, die ziehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Drück einfach mal so lange wie es geht und dann bauen wir die mal. Zack, wird hier unsere Straße gebaut. Also es geht, glaube ich, darum, dass wir uns hier so in diesem Prinzip unsere eigene Stadt aufbauen. Und das tun wir jetzt. Fahren hier auch schon die ersten Autos lang, weil wir jetzt die Straße hier gebaut haben. Aber Leute, hier ist noch Baustelle. Eigentlich dürft ihr hier gar nicht lang fahren. So, weiter geht's. Das soll noch nicht alles gewesen sein von unserer Straße. Die ziehen wir noch ein bisschen weiter nach hinten. Also die Version, die ich hier habe, ist auch noch eine frühe Alpha-Version. Oh, jetzt laufe ich hier über das Auto, das wollte ich auch gar nicht. Es werden sicherlich noch einige Bugs hier drin sein und einige Funktionen, die noch gar nicht richtig funktionieren. Jetzt bauen wir hier so eine... Ich baue das hier einfach mal einmal ja, in so einem kleinen Kreis. Das ist zumindest jetzt mal mein Plan. So. Man kann hier auch nur irgendwie so eine... Das können wir eigentlich gleich mal machen. So eine Absperrung hinstellen. Dann fahren einem hier die Autos nicht die ganze Zeit in Hacken. Ich habe allerdings noch nicht rausgefunden, wie wir diese Absperrung wieder wegbekommen. Weil ich bis jetzt immer die Straße abgerissen. Also wenn ihr das Spiel habt und ihr wisst das, dann gerne in die Kommentare schreiben. So, ziehen wir die Straße hier noch ein bisschen weiter. Zack. Ja, das ist schon eine gute Hauptstraße hier, glaube ich. Können wir jetzt hier rüber gehen. Und ein wenig in diese Richtung bauen. So. So ist das Leben als Bauarbeiter. Da steht übrigens unser Bauwagen. Okay, wir gehen hier, gehen wir noch ein kleines, ja, ein kleines Stück gehen wir hier noch weiter. Müssen wir jetzt überlegen, weil ich will hier so eine Art Insel praktisch bauen. Oh, noch ein Stück vorgehen. Nee, jetzt. Okay, so. Dann gehen wir wieder hier runter. So. Müsste eigentlich hinkommen mit dem Bauwagen, dass wir daran vorbeikommen. Die Autos fahren alle dort brav im Kreis umher. Jetzt machen wir das hier mal ein bisschen weiter. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen beeilen, weil ich hier noch eine Absperrung setzen will, dass sie mir hier nicht reinfahren. Absperrung, Absperrung, zack. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir... Jetzt bauen wir einfach mal einen Gehweg. Denn auch den brauchen wir. Bis hinten durchziehen. So. Wir stellen hier auch gleich noch eine Ampel hin. Weil sonst gibt es ein Verkehrschaos. Das wollen wir natürlich auch nicht.
Wird gar nicht gebaut. Doch, jetzt. Jetzt wird's gebaut. Also es ist auf jeden Fall ein lustiger Zeitvertreib, sich so die Stadt aufzubauen. Ich bin echt gespannt, was da noch so kommt. In der finalen Version dann. So. Dann geht's jetzt hier weiter. Genau. Okay, dann haben wir jetzt hier eine schöne Fläche, wo wir bauen könnten. Und zwar tun wir das, indem wir hier wieder drauf gehen, glaube ich, und dann auf den Pinsel. Und dann können wir hier. Geht das oder geht das nicht? Doch, jetzt geht's. Und so eine Baufläche nehmen. Zack. Und schon haben wir hier was abgesperrt. Und dann bauen wir erstmal hier natürlich ein Fundament her. Hallo? Moment, 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 Moment. Irgendwas war jetzt falsch gemacht. Ach doch, jetzt habe ich doch hier ein Fundament schon. Also, ihr seht, das ist, glaube ich, noch ein kleiner Bug, dass sich das da bis nach hinten zieht. Okay. So bauen wir dann also unsere Häuser. Jetzt gehen wir eine Ebene hoch. Und dann bauen wir, glaube ich, eine Wand, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, eine Ebene hoch und schon bauen wir eine Wand. Die kann man wahrscheinlich auch noch anders anmalen. Würde ich jetzt mal vermuten, dass das irgendwie geht und ich es nur noch nicht herausgefunden habe. Aber ist ja erstmal nicht so schlimm. Wir ziehen erstmal hier diese Wand rein. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir hier so ein Haus fertig haben, ob denn da drin jemand wohnt oder nicht. Da setzen wir einfach jetzt mal eine Tür rein. Door. Genau. Zack. Zoomen wir mal ein bisschen rein in das Ganze. Da müsste noch eine kleine Treppe vor. Stairs. Ups. Genau, auf die Ebene. Und dann können wir hier noch ein paar Fenster einbauen. Damit wir auch ein bisschen Licht da drin haben. Zack, 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 zack. Da sind wir auch gar nicht an den kleinen Bauarbeiter gebunden. Da können wir hier auch frei rumgehen, sehe ich, merke ich gerade. Sehe ich auch. Ich sehe und merke. Zack, zack. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Licht. Wandlicht. Ja, beleuchten wir den Eingang noch ein bisschen. Nicht, dass jemand fällt. Okay. A path to entry point. Ups. Try to ensure your design has a door. Hat es. A staircase be necessary. Okay, haben wir jetzt vielleicht, müssen wir noch ein Dach bauen oder so. Was machen wir jetzt? Jetzt ziehen wir ja nur noch eine Wand rein. Das wollte ich ja nicht. Das wollte ich ja nicht. Gibt es hier Dächer? Ne, das sind ja nur Schilder. Saloon. Also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht so ganz hundertprozentig durchschaut. Staircase mit. Hä? Das verstehe ich nicht ganz. Ach, hier kann man auch noch die Farben dann ändern. Rein theoretisch, jetzt ist es eh schon zu spät. Ja, jetzt haben wir es ja schon gebaut. Ich weiß nicht, warum wir das jetzt hier nicht abschließen können. Ist ein bisschen komisch. Ja, unser Haus hat doch eine Tür. Ist alles gut. Sollen wir jetzt noch ein zweites Stockwerk da drauf setzen? Das wollte ich ja eigentlich gar nicht.
Aber okay, wir können es ja mal machen. Machen wir hier so ein kleines Stockwerk noch drauf. Ups, nicht so weit. Es wird so noch dunkel. Ich sehe hier kaum noch was. Ich hoffe, ihr seht wenigstens noch ein bisschen was. So, die Ecke können wir hier auch noch zubauen. Wenn es denn funktioniert. Das ist manchmal so eine Sache. Ja. Hat geklappt. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier oben auf jeden Fall noch. Was haben wir denn hier noch für ein Fenster? Nehmen wir mal so ein Fenster. Fenster reinbekommen. Und wenn das jetzt nicht zu speichern geht, ja, gut, dann. Machen wir so erstmal weiter. Ist dann zwar ein bisschen schade, aber gut. Weil so ein schickes Haus hat man doch gerne. Okay. Suchen wir es jetzt nochmal. Es geht nicht. Warte. Ach, oder muss ich hier? Moment. Vielleicht. Ja, ich dachte, ihm fehlt hier manchmal noch irgendwie der Anschluss an den Gehweg oder so. Aber es bringt auch nichts. Aber vielleicht, wenn wir jetzt hier die Treppe hersetzen. Chip, 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 chip. Nee, nimmt er nicht. Warum nimmst du das nicht? Och, Menno. Gut, dann müssen wir das so einfach mal beenden und alles weghauen. Schade, schade. So, egal, wir wollten ja hier noch eine Ampel hersetzen, aber eine Ampel macht hier erst Sinn, wenn wir hier die Straße noch ein bisschen rausziehen. Werde ich jetzt auch tun. Wenn du mir hier nicht vor die Füße fährst, hier sind Bauarbeiten, hier müssen Bauarbeiten laufen, Jungs. Mach mal ein bisschen Platz. So, Straße. So, Straße. Ziehen wir die noch ein bisschen vor und bauen die mal. Zack, 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 zack. Okay. Dann können wir hier auf. Hier, Traffic Sign. Das ist die Ampel. Ja. Und dann stellen wir die einfach mal hier an die Straße. Wenn es denn funktioniert. Ja, hier geht's. Zack. Grün. Halt. Zack. Rot. Ist ein bisschen umgedreht, aber das Spiel ist auch nicht aus Deutschland. Vielleicht ist das in Amerika oder wo das Spiel, ich glaube aus Kanada kommt es. Da ist das vielleicht mit den Ampeln etwas anders. Jetzt ruckelt es ein bisschen. Warum auch immer. Vielleicht, weil sich die Autos da hinten ein bisschen festgefahren haben. Aber wahrscheinlich ist die Ampel auf Rot. So, okay. Jetzt ist die große Frage, wie bekommen wir diese Dinger hier wieder weg? Ich habe es vorhin nur geschafft. Na. Ich weiß nicht, welcher Knopf das sein soll. Vorhin habe ich es einfach so gemacht. Moment. Bop, 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 bop. Straße wegnehmen. Shit, jetzt ist die Ampel auch weg. Dann wird es wahrscheinlich gleich ein Verkehrschaos geben. Egal. Bupp. Schnell wieder eine Ampel hergesetzt. Traffics. Traffic Light. Und bauen. La 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 la. Bup, rot. Da 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 da. Ich baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt. So. Schick, schick. Jetzt müssen wir noch das hier hinten wegnehmen. Dafür nehmen wir wieder das, obwohl das hätte ich gar nicht gebraucht, glaube ich. Und dann rumpeln wir das hier einfach mal wieder weg.
Wäsch. So. Und. Ach so, das hatte ich ja jetzt schon ausgewählt. Ups. Ja, ich finde, es ist gerade echt dunkel. Ich hoffe, es wird bald wieder hell. So, jetzt können wir uns ein bisschen angucken, wie unsere Ampeln denn arbeiten. Alles auf Rot, das ist natürlich ein bisschen doof, dann stehen sie alle. Okay, jetzt haben wir echt Grün. Wo auch immer die hinfahren wollen. So, ich muss das mit den Häusern, das werde ich nochmal ausprobieren, warum das hier nicht funktioniert hat. Ansonsten würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal Schluss, weil die Zeit ist auch schon wieder um. Und ja, kleines Fazit zum Ende. Das Spiel ist für zwischendurch sicherlich auch mal ganz lustig. Man kann hier so wirklich dann, denke ich mal, sehr viel machen. Im Moment ist es halt eben noch in einer Testphase, in einer Alpha-Phase, in einer wirklich sehr frühen Alpha-Phase. Es ist ja, wie gesagt, noch nicht mal auf Steam erhältlich. Das wird noch eine Weile dauern. Und ich werde es aber auf jeden Fall weiterverfolgen. Wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, wie es jetzt im Moment schon ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann werde ich mir das zu Herzen nehmen und sicherlich auch noch mal ein zweites Video dann machen, wenn ihr das möchtet. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne auch liken und ja, auch ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Play oder angezockt, wie auch immer. Und macht's gut bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meinika.de.